So, und dann geht's mit neuer Runde auf Endless Life. Wir haben jetzt endlich eine Party gefunden mit Link Attack und es laufen aktuell Anarchy-Buffs, was gerade relativ unverhofft kam irgendwie. Finde ich allerdings super und die nutzen wir natürlich absolut gern mit. Kurz schnell was testen. 1, 2, 3, 4. 4 reichen sogar. Vielleicht sogar 3 plus Wasser. Mal testen. Hä? Lol, cast doch durch. Hä? What the fuck? Skills? Ach, Activation Mouse, okay. My bad. Jo, das funktioniert super, das reicht. Perfekt. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Das ist cool. Das ist richtig cool. Okay, wir kommen an die 20k Damage mittlerweile ran, was echt ziemlich gut ist. 20 Decks. 7 Crit-Rate und 10 All-Stats, okay. Na gut, die All-Stats sind immer geil. Ja, also wir leveln schon relativ gut irgendwie. Mit Upcut wahrscheinlich an die 24k Damage. 23,5 oder so. Und Level Up, nice. 306 End mittlerweile. So, Dingens funktioniert übrigens wieder aktuell, Exit Lag. Es ist immer so ein Ding, jeden dritten Tag funktioniert die Software nicht. Also es ist, beziehungsweise ist der Server down. Und ja, ist richtig nervig. Aber was soll man halt machen? Wir können nichts zu dem tun. Ich bin auf jeden Fall happy, wenn es wieder funktioniert. Die ganze Downtime und so von Exit Lag ist halt, ich weiß nicht, warum die es nicht hinkriegen. Also ein VPN in Asien läuft auch super. Warum halt deren Server nicht funktionieren, keine Ahnung, es gibt irgendwie keinen Sinn. Gibt bestimmt irgendwelche technischen Gründe oder so, oder die sind dann einfach inkompetent oder so, keine Ahnung. Naja. Schon wieder 28%, 3% pro Mob? Wow. 3% pro Mob? 3% pro Mob ist holy shit. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Aber irgendwie sinken unsere XP aber auch gar nicht wirklich, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, warum, aber die XP, die wir kriegen, ist irgendwie ziemlich hoch. Also ja, okay, wir haben 3 Amtis an und so. Alle bringen nur 90%. Okay, Party ist voll und so, aber trotzdem, das ist ziemlich nice irgendwie. Das ist echt ziemlich nice. Genau, ja, mit Awakes müssen wir noch schauen dann irgendwann. Wir müssen ein bisschen Geld über, vielleicht kriegen wir noch irgendwie ein paar Awakes drauf. Also Set ist ja quasi schon unser Endgame-Set irgendwie. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb, aber es ist einfach irgendwie unser Endgame-Set. Und deswegen können wir es halt dann, also zumindest soweit ich verstanden habe, keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber wobei gibt es, oder ich bin mir nicht sicher, ich bin mir echt nicht sicher. Vielleicht ein Bloody-Set oder so? Bin mir nicht sicher, also Dungeons haben die irgendwie ja nicht wirklich. Jetzt haben die ein paar neue mit drin. Aber ja, keine Ahnung. Könnten wir unsere 3 Sunstones nutzen, um die Hiss-One zu upgraden. Andererseits wollte ich die halt irgendwie aufheben für, keine Ahnung, andere Sachen. Zum Beispiel für eine LG-Wand oder so. Aber wie kriegen wir halt eine LG-Wand? Auch wieder schwierig. Das ist die große Problematik irgendwie. Ah, okay, jeder Party-Member bringt Link-Damage. Okay, also wie im Affi. 10 Millionen. Macht der überhaupt Damage? Ach, der macht keinen, okay. Oh, wie wenig Damage macht denn der? 8k. Wow, der macht aber wenig Damage. Also für Hero macht er aber echt wenig Damage. Trotz LG-Bau, einigen Upgrades und Co. Dann machen wir fast mehr Damage. Lol. Genau, also wir bleiben auf alle Fälle trotzdem noch ganz kurz hier bei den Mobs.
Ja, wir tanken jetzt gerade so ein bisschen was in den XP und so. Wir leveln jetzt langsamer. Aber bei 12 Level drüber zu leveln ist halt wirklich wahrscheinlich ein bisschen heavy. Vor allem hier mit dann 86 KP statt 64 KP. Oder vielleicht sogar mehr, je nachdem, wenn die 115 sind. Und das ist ein bisschen. Und ein bisschen too much einfach. Ist wirklich too much. Okay, 17%. 19, 21. Boah, das ist wirklich heavy. Das ist wirklich heavy. Also wir haben wirklich ja sonst nichts, außer. Also eine Activation bringt ja keinen Damage. Ja, eigentlich haben wir nichts an. Wir haben nur eine Activation an. Also im Prinzip die Scroll, die halt eigentlich in Five Standard sein sollte. Also mit dem aktuellen Ping ist wirklich voll in Ordnung. Weil wir können alles normal, also einigermaßen normal casten und so. Und das ist wirklich nice. Ich dachte über eine Fire A, lol. Sunstone. Oh, Flieger, Mann. Ja, Fleischflieger, super. Wie kommt das Demon Zimmer? Komm, wisst ihr was? Kein Bock jetzt mehr. So. Successful. Plus 3. So, jetzt geht's los. Was machen wir zum Damage? Hä? Wait, what? Hä? Wie? What? Hä, das hat das. Sind irgendwelche Buffs? War irgendwas aus? Hä? Wo ist unser Damage? What the fuck? Wo. Haben wir gerade nicht exakt. Haben wir gerade nicht sogar mehr Damage gemacht? Bin ich blöd? Ich habe gerade irgendwas verpasst, oder? Ist das Teil? Hä? Irgendwas habe ich jetzt verpasst. Python Necklace, okay. Neu. Oh, wieder das Teil? Nice. Hä, jetzt machen wir mehr Damage? Wait, what? Ach so, okay, jetzt haben wir ein Party-Member mehr. War da gerade irgendwie zwischendrin ein Party-Member mit drin, was wir nicht gemerkt haben? Ich bin mir gerade echt nicht ganz sicher. Vielleicht war es wirklich so, keine Ahnung. Oh, die Party levelt und levelt und levelt. Nice. Okay, aber der Schadensunterschied für die plus 3 Erworbenen ist halt wirklich absolut null. Effektiv null. Ich hätte erwartet, dass mindestens 500 bis 1000 Schaden mehr machen. Aber irgendwie halt genauso viel wie vorher gefühlt. Ziemlich, ziemlich enttäuschend. So, gleich Level up und dann geht's zum Mammuts. So, Level up. Spielerzahlen sind so heavy. So, was haben wir aktuell? 878 Spieler. Holy moly. Okay. So, okay, der Test. Mammuts. Also erst rebuffen vielleicht. Und den anderen Charakter rebuffen. Brauche nicht alle Buffs, sonst ist es ganz egal. Okay, dann. Schauen, ob 4 Skills reichen. Oh, 175 KP. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, das ist echt ein Problem.
Und quasi genauso viel XP wie vorher. Ah, scheiß Fliegen, Mann. WTF, ich muss raus. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Fliege jetzt raus ist. Keine Ahnung, egal. 200 KP, oh shit. Okay, ich glaube, das wird ein Problem. Das ist echt ein riesiges Problem. Ja, also hier zu leveln macht gar keinen Sinn. Was gibt es denn sonst als Check Load? Es gibt ja sonst keine anderen Maps mehr. Also außerdem irgendwo was versteckt oder so, aber. Wir fliegen mal kurz rum. Vielleicht gibt es noch irgendwie was anderes. Ah, blöd, 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 blöd. Da hinten vielleicht haben wir irgendwelche Monster platziert, die sonst nicht da sind. Scheiße, du hast letztens nicht aufgepasst. Ansonsten müssten wir halt in die Wüste gehen. Nee, wir gehen nicht in die Wüste, sondern wir gehen nach Caldera oder so. Okay, hier ist ein cooles. Ist der immer hier das Spawn? Ich war ja noch nie in meinem Leben. Wo sind wir gerade? Ach, dahin bei meinem. Hä? Lol? Hä? Okay, irgendwie habe ich die Spawns an der Erinnerung. Okay, dann war das Astri jetzt verschwendet und wir müssen nach. Oh shit. Oder soll man. Ja, wir müssen es machen. Wir müssen nach Darkon. Beziehungsweise. Warte, wie kommt man da nochmal hin? Darkon 1 und dann nach Shadowbar rüber, okay. Dann fliegen wir von da direkt los. Das macht, glaube ich, meistens Sinn. Genau. Okay, ich habe Mobs gefunden. Allerdings sind die irgendwie ziemlich stark für Level. Level 108. Wobei, doch, ist normal. Es ist normal. Das sind eigentlich genau die HP, die wir brauchen. Also die, die normalerweise haben. So, dann kurz den anderen rebuffen. Das ist durch haufenweise an Zeit verschwendet. Das ist natürlich echt ein bisschen blöd. Aber, naja. Okay, was geben wir jetzt? Waren das gerade 5%? Na, also nicht 5%. 2%? Okay. Das ist bei weitem weniger als erwartet. Okay. Ach so, by the way, warum wir gerade hier sind, ich habe gerade gesehen, dass die irgendwie die Level von allen Mobs geändert haben. Rasko ist Level 80, 112, 110, 116. Ganz eigenartig, aber man levelt dann scheinbar irgendwie hier irgendwie. Keine Ahnung warum, wieso und so, aber naja. Positiv ist zumindest, dass die Penia-Drops langsam steigen. Die steigen jetzt wirklich sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Aber naja, immerhin steigen die zumindest irgendwie ein bisschen. Nicht so, wie ich es erhofft habe, aber naja. Okay, 22%. Die XP sind trotzdem halt wirklich mehr als in Ordnung. Und der Damage ist eigentlich auch mehr als in Ordnung. What? Hä? Cruiser Gowns? Bei 108er Mobs? Hä? Hey, what? Ist das normal? Ist das ein Bug? Okay, das ist eigenartig. Ich habe jetzt irgendwie alles erwartet, aber keine Cruiser Gowns. Lol. Pinnacle Stick, nice. Money. Hä, Level 55er Stick? What? Ich hab irgendwie die falschen Loot Tables. Hätte man komplett die falschen Loot Tables irgendwie. Okay, das ist sehr eigenartig. Also die Quest hier ist zumindest in der richtigen. Aber der Rest ist irgendwie komplett falsch. Also die falschen. Ja. Keine Ahnung. Echt eigenartig. Aber es lässt sich ganz gut leveln irgendwie.
10k mit dem letzten Skill. Kann man es abkürzen? Wahrscheinlich, oder? Na, nicht ganz. Na, verdammt. Okay, so geht's. Lodi. Ach, wir könnten sogar auch was aktivieren. Ich weiß, was wir machen sollten. Ich glaube nicht wirklich, oder? Boah, schwer zu sagen. Das Attack-Ding wird ziemlich geil. Aber ich glaube, wir machen es immer nicht. Besser nicht. Lass mal, lieber sein. Irgendwelche Buffs fehlen schon wieder. Habe ich alle? Ja, irgendwas fehlt. Ah, jetzt, okay. Und. Habe gar nicht geskillt, merke ich gerade. Mit Dex für meine Blockrate. Blockrate ist wichtig. Genau, okay. Quest Item. Ja, es ist so eigentlich ganz okay. Wir machen so ein bisschen Fortschritt. Also von den XP her ist es super. Von den Drops her jetzt dafür eher weniger. Und ich glaube, er hätte lieber in Astria bleiben sollen. Aber ich will jetzt ja nicht wieder nach Astria zurück. Weil es wäre jetzt irgendwie echt Verschwendung. Und das lassen wir, glaube ich, jetzt lieber bleiben. Weil irgendwas ist neu. 20 Decks. Hitrate. Okay. Das ist auf 75%. Also Level abschaffen noch definitiv. Ja, genau. Ein bisschen mehr schafft man sogar noch wahrscheinlich. Kleines bisschen mehr. Vielleicht sogar, okay, so 105 schafft man locker, aber mehr, ja, 106. 106 glaube ich dann schon schwieriger. Da müssen wir schauen, aber ich glaube eher weniger. Das schafft man dann eher nicht mehr. So 93%. Okay, also wenn wir wieder Link kriegen, dann ist das vielleicht sogar wirklich möglich. Dann ist vielleicht sogar wirklich möglich, dass wir es schaffen. Oh, fuck, wir vergessen zu statten. Ups. 90,5k Damage. Diese Capture ist einfach so random. Oh, dabei 10,3k HP mittlerweile. Das ist ziemlich geil. Der Stun von dem Skill ist irgendwie auch richtig nice. Ringmaße 92 mittlerweile. MP, glaube ich, braucht keiner, oder? Also für Assault, wobei GW ist relativ groß und Assault BP gibt es halt immer noch. Wahrscheinlich zumindest. Aber nicht so langsam. What the fuck, was war es gerade? Leute, haben gleich viel AP. Really? Gib gleich viel AP. Ja, nice. Gib mir mehr XP. Unsicher. Ich glaube, die XP werden langsam zu weniger. So ab 100 gibt es meistens so einen XP-Break. Der war irgendwie eh nicht wirklich da. Also, wie es ausschaut, so langsam wird es echt weniger. Was aber okay ist, weil mein Leveln, das ist Wahnsinn. Oh, Link, nice. Weil wir Leveln wirklich, das ist Wahnsinn. Kriegt ihr gleich Part Level 36 von uns? Finde ich fair. Link für Party XP. Partypunkte. Ja, und Party XP effektiv.
Genau, also Level 106 ist es wahrscheinlich nicht mehr drin. Aber trotzdem wirklich wieder ziemlich viel Fortschritt gemacht. Und Master ist relativ nah mittlerweile. Beziehungsweise auf 120 dann vielleicht erstmal Mobs, also Bosse farmen. Für LG-Waffen. Und eigentlich ist es ja schon machbar, oder? Dass wir irgendwas droppen und so. Ich glaube, hier ist schon drin. Sobald wir eine LG-Waffe droppen und so, haben wir eigentlich schon... Kommt drauf an, wenn wir es für Lodi-Coins verkaufen, ist es halt schwierig immer noch. Und wenn wir es nicht verkaufen... Ja, dann Hyperhelm, what? Das ist eigenartig, das ist echt eigenartig. Wenn man es halt, also für Pene was verkaufen, dann haben wir wirklich richtig viel Geld. Aber es ist halt, glaube ich, schwierig, weil halt fast niemand Pene hat. Und deswegen... Problematisch. Sehr, sehr problematisch. Ich meine, mit Lodi-Coins können wir auch was anfangen. Können auch mal ein Pad kaufen oder so. Aber die Drops sind halt irgendwie so weniger, deswegen... Ich finde, das lohnt sich ja gar nicht so wirklich. Oder was meint ihr? Ihr könnt es mal kurz in den Kommentar schreiben, ob ihr drauf Bock habt. Das ist 57%. Ja, fürs Level Up reicht es nochmal ganz leider. Mich stört nur, dass wir kein Geld verdienen können. Weil wir einfach nur Trash droppen. Also wir kriegen halt nur Müll irgendwie. Was, da kauft jemand Perin für 140... EB 140 Lodi-Coins each oder wie? Und Lodi-Coins kauft er für 800 bis 1k. Ach, der ist schlau. Der macht gleich in einem Shout resellt er beides. Der resellt Penia und Lodi-Coins. Interessant. Ist echt interessant. Aber gar nicht dumm. Weil der hat wirklich unbedingt das Geld braucht und so, der macht's halt. Wie so eine Bank. Power of All Stats, lol. Okay. Legendary Golden Stuff. Oh. Boah, ist das Ding heftig. Naja, okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.